Ja, hi Christian. Ein Punkt zum Restrundenauftakt in Fulda. Wie bewertest du das Spiel? Welche Schlüsse konntest du jetzt nach dem Fulda-Spiel daraus ziehen? Ja, also das war das Minimalziel, einen Punkt aus Fulda mitzunehmen. Man hat gemerkt, dass sich viele auf dieses Spiel wieder gefreut haben. Muss man auch im Nachhinein nochmal ein Riesenkompliment an unsere Fans machen, die da wirklich zahlreich erschienen sind. Das hat dann echt wieder Spaß gemacht und das Kribbeln war da. Ja, so gemischte Gefühle. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir offensiv auch ein bisschen mehr stattfinden, wie es in diesem Spiel war. Wir haben uns wenig Möglichkeiten herausgespielt, standen defensiv, kompakt. Das war okay. Ja, in der Hinrunde hatten wir vielleicht noch so eine Phasen, hätten wir vielleicht so ein Spiel verloren. Und am Ende des Tages war es jetzt für uns erstmal wichtig, in die Rückrunde gut reinzustarten nach der langen Pause. Auf jeden Fall was Positives mitzunehmen aus Fulda. Das ist uns gelungen. Klar wissen wir, dass wir auch Dinge, gerade wenn es um Kreativität offensiv, Herausspielen von Torchancen geht, einfach da auch mehr zeigen müssen. Unser nächster Gegner heißt Schott Mainz. Wir haben alle keine schönen Erinnerungen ans Hinspiel. Du warst alles andere als zufrieden damals nach diesem heißen Sommertag und der Niederlage in Mainz. Was muss jetzt in der Rückrunde besser laufen gegen diesen Gegner? Gut, allgemein erstmal die Rückrunde haben wir ja gesagt, was besser werden sollte. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Schott Mainz war schon so ein Negativerlebnis in der Hinserie, was uns wirklich ins tiefste Mark getroffen hat, weil wir einmal mit so einer Leistung erst gar nicht gerechnet haben und dann halt auch so ein Spiel dann bei Schott zu verlieren. Das hat uns gerade auch die Verantwortlichen schon sehr wehgetan und das ist ein Erlebnis gewesen, was man natürlich im Fußball nicht so oft haben möchte. Und von daher haben wir da eine Riesenchance, auch wieder was gut zu machen im Heimspiel jetzt. Und da müssen wir eine sehr konzentrierte Leistung abliefern. Vor allen Dingen diesen Weg, den wir ja eingeschlagen haben, muss man auch deutlich merken, dass wir da Schritt für Schritt auch besser werden, weiter vorankommen, dass wir uns halt auch Vertrauen zurückholen. Das ist wichtig. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine Woche vor uns oder eine kleine Woche innerhalb von 5 Tagen, dann halt auch 2 wichtige Spiele gegen Schott zu Hause und dann Pokal in Steinbach, dass wir da einfach halt auch viel dafür sorgen können, dass die Stimmung drumherum auch besser wird. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, aller Voraussicht nach wird das auch ein Spiel gegen Mainz, wo wir das Heft in die Hand nehmen müssen, auch Thema Kreativität und Lösungen in der Offensive, da bessere Lösungen finden. Lässt sich da noch eine Schippe drauflegen gegen diesen Gegner im Vergleich jetzt zu Fulda zum Beispiel? Ja, ich glaube, jedes Spiel ist erstmal unterschiedlich. Ne? In Fulda waren die Grundvoraussetzungen dann an so einem Spieltag mal komplett anders. Ganz andere Temperaturen. Ich habe es ja dann auch in der Pressekonferenz erwähnt. Der Platz war nicht der beste, um Kombinationsfußball zu spielen. Auf der anderen Seite war aber auch ein guter Gegner. Das muss man halt auch anerkennen. Und zu Hause, hier im Heimspiel, muss einfach diese Wucht da sein. Mehr Laufbereitschaft, mehr Tiefe ins Spiel zu kriegen, mehr 1-gegen-1-Situationen am Flügel zu gewinnen und einfach auch mutig aufzutreten in so ein Spiel. Und das ist das, was wir wollen. Und auch die Marschroute gegen Schott Mainz, weil ich glaube, alles andere, ja, wie ein Sieg zu Hause in der Konstellation, wäre nicht gut. Und deswegen gehen wir da in diesem Spiel, wissen wir, wie die Vorzeichen sind und was auch von uns verlangt wird. Und das sind halt auch zu Hause dann 3 Punkte einzufahren. Schott Mainz kann, denke ich mal, unbefreit aufspielen. Die haben jetzt nicht mehr den großen Druck. Ja, die sind am Tabellenende. Aber ich weiß, jede Mannschaft, die hier nach Offenbach kommt, die will uns ärgern und die wollen gucken, dass sie hier irgendwie Kickers Offenbach irgendwo ein Bein stellen können. Und das müssen wir versuchen zu verhindern. Zum Abschluss bitte ein kleiner Überblick über die Personalsituation. Erwin Pfeiffer war noch ein Fragezeichen, zum Beispiel, also letzte Woche konnte er nicht spielen. Wie sieht es bei ihm jetzt aus? Die anderen Verletzten sind bekannt. Wie ist der Überblick? Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Erwin ist im Lauftraining wieder, der dreht seine Runden. Ich denke mal, wenn wir das hinkriegen zum Pokalspiel, dass er wieder im Kader sein kann, dann wäre das so der Weg. Fürs Wochenende wird das noch zu knapp, weil er halt auch noch nicht im Mannschaftstraining ist komplett. Ansonsten sind eigentlich soweit alle Spieler einsatzbereit, bis auf so kleine Blessuren, die jetzt ganz normal dazugehören. Aber nichts, dass jetzt ein Spieler dann noch zusätzlich ausfallen sollte.
Wir freuen uns auf das erste Restrunden-Heimspiel und sagen danke, lieber Christian. Gerne.